Hey yo Leute, willkommen auf meinem Kanal, es ist wieder betreibt, Builds and More. Heute beschäftigen wir uns eher mit dem Faktor More als mit Builds. Mit dem Patch wurde der Karnais Würfel eingeführt. Karnais Würfel ist ein toller Gegenstand, also eine tolle Gameplay-Mechanik, die es uns erlaubt, drei weitere Gegenstände zu benutzen und noch ein paar andere Sachen zu machen. Und all diese Rezepte verbrauchen Materialien. Verschiedene natürlich, aber Materialien. Zum Beispiel eine Legendary-Eigenschaft rausziehen kostet 5 Arten des Todes, 1 von allen Spezialmaterialien aus den Bounties, 5 brauchen von den Spezialmaterialien brauchen wir hier und 50 Seelen. Dann brauchen wir einen seltenen Gegenstand, Arten des Todes 25 Mal und 50 Basismaterialien von allem. Genau da setzt es nämlich an, wenn man einen ganz besonderen Gegenstand haben will und dieses Rezept sehr oft benutzt, dann schluckt das unendlich Material. Ein Set-Gegenstand umzurollen kostet Arten des Todes und vergessene Seelen. Das ist auch wieder etwas, wo wir hier zum Beispiel Arten des Todes verbrauchen. Das heißt, drei Rezepte verbrauchen Arten des Todes. Dann gibt es noch ein Rezept, das uns ermöglicht, Handwerksmaterialien umzuwandeln. Das ist sehr interessant, aber verbraucht halt nur einen Arten des Todes, trotzdem wiederum ein Verbrauch. Deswegen sieht es bei mir zum Beispiel aktuell so aus, dass ich von hier irgendwas um die 7000, hier um die 9000, hier um die 1000 und hier um die 2000 und hier um die 10.000 halt auf diese Werte hier abgefallen bin, da ich halt sehr viele Gegenstände mir besorgt habe, um neue Builds zu testen, um euch hier auf dem Kanal zumindest halbwegs fertige Builds für die Non-Season zu zeigen. Und egal, ob ihr nun wie ich verschiedene Builds ausbildet oder einfach für euren Charakter das perfekte Item sucht, oft ist der Cube die einzige Möglichkeit, das Ganze gezielt zu bekommen, ohne sich zu sehr auf sein Glück zu verlassen. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man der ganzen Sache begegnet. Entweder man sagt sich, naja, ich verbrauche einfach nicht so viel. Oder man sagt sich, ja, ich will es schon ausnutzen, aber ich habe Probleme mit den Materialien. Wird unweigerlich zu einem von beiden kommen. Man kann nun einfach so vor sich hinfahren und sagen, ja gut, wenn ich mal genug Materialien habe, dann benutze ich es halt. Oder, wie ich es mache, man setzt gezielt an und versucht, die Probleme etwas anzugehen. Also, wie stillen wir den Hunger von Karnais Würfel nach unseren Materialien? Eine der Hauptaugenmerkmale aktuell ist zum Beispiel die Tatsache, dass wir viel Arten des Todes brauchen. Dafür habe ich mir jetzt einen Farmbot gebaut, indem ich den Generator Monk ein bisschen umgebaut habe. Den benutze ich jetzt zum Beispiel beim Kopf, das Waisenset. Und in den Schuhen auch. Habe einen Prunkring im Karnais Würfel drin. Das ermöglicht mir, dass ich hier jedes Mal, wenn ein Arten des Todes fällt, noch einen Arten des Todes bekomme. Nun muss man wissen, seit den neuen Patches ist es so, auf Qual 7 habt ihr eine 90%ige Chance, dass ein Arten des Todes von einem Elite fallen gelassen wird. Wenn ihr nun das hier tragt, habt ihr immer, oder so gut wie immer, zwei Arten des Todes, was euren Farm quasi schon mal verdoppelt. Weiter ist es so, auf Qual 8 habt ihr das erste Mal für 10% eine Chance, dass ihr einen Doppeldrop erhaltet, also zwei Arten des Todes. Ich spiele immer beim Farmen auf Qual 8, um diese 10% Chance auszunutzen. Man kann auch höher gehen, Qual 9 ist die Chance höher, nämlich 20, und auf Qual 10 sogar 33%. Also quasi auf einen Dreifach-Drop, wenn ihr dieses Set tragt. Allerdings, Qual 10 empfinde ich persönlich beim Farm-Speed ziemlich als hinderlich, und gleichzeitig haben wir dann bei diesem Farm-Balls auch immer gewisse Abstriche von den gewöhnlichen Balls zu machen. Beispielsweise habe ich hier jetzt statt dem fliegenden Drachen ein Ingenom drin, um den neu eingesetzten Skill rasenden Angriff, der die heilige Einkehr ersetzt, durchgängig spammen zu können nach einem Elite-Kill.
Da ich weiterhin meine Offenbarung brauche wegen der Zähigkeit und der Beweglichkeit, habe ich die Liorix-Krone drin. Und natürlich habe ich auch keine Einheit, weil ich einen Ring des königlichen Prunks brauche, um das Set-Boni hier aktivieren zu können. Da wir das nun alles machen müssen, ist die Zähigkeit nicht mehr ganz so hoch und nur Leute mit wirklich extrem starken Equip werden wahrscheinlich im selben Tempo Qual 10 wie ich hier Qual 8 farmen können. Aber wer es kann, soll es halt bitte machen, dann hättet ihr es sehr häufig. Einen Dreifachdrop und nicht selten einen Dreifachdrop. So. Um das jetzt kurz zu demonstrieren, wie ich das meine, starte ich mal kurz ein Evalyn-Portal. Bei dem werde ich jetzt einfach mal euch zeigen, wie das vom Prinzip her funktionieren soll, indem ihr sagt, ihr wollt halt möglichst viel Arten des Todes farmen. So, Arten des Todes. Ja, da haben wir schon das erste Pack. Fangen wir an, geben dem Pack ordentlich Schmackes. So. Wenn das vollständige Pack vernichtet ist, greift das ihn gerne. Ihr habt es gesehen, da waren zwei Arten des Todes gedroppt. Jetzt kann ich hier mit meinem Ingenum durchgehen. Hier ist noch ein Pack. Ich ziehe sie zusammen und gebe den Pack tierisch auf die Nase. So, da waren wieder zwei Arten des Todes. Ich kann mich wieder weiter bewegen. Hier ist ein Gobo. Geben wir dem Gobo mal auf die Nase. So, der Gobo hat auch zwei Arten des Todes gedroppt. Wir können weiter. Ich werde nicht zu lang machen, aber ich hoffe ja mal auf einen Dreifachdrop, damit ihr das auch mal sehen könnt. So, aber nicht ewig. Ah, wieder zweimal. So. So, falsche Richtung. Juhu, und weiter. Ist immer so dumm, wenn man nach unten chargt, hat man viel weniger Reichweite. Na ja, gut, Schild. Ja, ich dachte, es wären Kanalisieren-Pylonen. Ja. Probieren wir es nochmal hier. Wir wollen ja nicht zu weit gehen. Ah, auch zwei. Na, auf jeden Fall, ihr habt eine 10%ige Chance, dass ihr sogar drei Arten des Todes droppt. So. Aber wie ihr sehen könnt, es geht recht flott. Ich bin jetzt einmal kurz durch die Ebene durchgerauscht und habe 10 Arten des Todes bekommen. Rein theoretisch wäre es halt jeweils eins weniger gewesen bei den Drops. Ich weiß nicht genau, wie viele wir jetzt haben, aber dass immer zwei waren, nehme ich mal an, 5 Elite. Das heißt, ihr hättet jetzt nur 5 Arten des Todes. Damit, wenn ihr das halt über ein gesamtes Rift macht, komme ich beispielsweise immer irgendwas zwischen 40 und 80 Arten des Todes raus, je nachdem, ob ich den Rift halt komplett mache oder halt nicht. Aber wenn ihr ihn halt komplett macht, dann habt ihr die Möglichkeit, euch quasi eine riesige Menge an Arten des Todes zu erfahren in einer recht passablen Zeit. Und damit habt ihr die Möglichkeit halt, euren Arten des Todes Vorrat für diese für diese Bedürfnisse des Karnaiswürfels aufzustocken. So, nun kümmern wir uns noch um die Frage, ja, wie macht man das mit den Materialien? So, mein Ansatz ist, entweder man läuft halt ganz normal seine Portale, hebt halt jedes Material auf, das man bekommt und schafft sie immer wieder weg, macht dann noch bei Kadala und was weiß ich und sammelt das neu an. Oder wenn man ganz gezielt die Materialien haben möchte, das ist jetzt zum Beispiel mein Vorschlag, geht man Akt 5, Schlachtfeuer der Ewigkeit. Ihr setzt am besten die ganze Schwierigkeit so weit runter dabei aber, dass euch wirklich die Viecher eigentlich relativ egal sein können, denn ihr braucht die wirklich nicht. So, ich habe so ein Qual 3 gesetzt, völlig random. Wir gucken jetzt mal um. Hier auf diesem Gebiet, Schlachtfeuer der Ewigkeit, gibt es nämlich ganz besondere Kanister oder sagen wir mal Drop-Teile, die es uns ermöglichen, weiße Gegenstände zu looten. Ihr habt sicherlich alle schon mal gesehen, das sind so Rüstungsständer oder Waffenständer, wenn ich sie denn mal welche finde. Auf jeden Fall gibt es die hier en masse, wenn man es denn mal findet. Anscheinend bin ich zu blöd dazu. Läuft über die halbe Map und findet nichts, das ist natürlich ein sehr toller Vorführeffekt. Na hier. So, da haben wir eine Krone.
Gucken wir mal, hier ist noch eins. Ah, jetzt noch eins. So. Noch eins. Das kennt eigentlich, glaube ich, jeder, wenn man weiße Gegenstände fahren. Auf jeden Fall, ich will hier das Video nicht zu lange in die Länge ziehen, deswegen kürzen wir das Ganze dann ein kleines Stück ab gleich. So. Also wie gesagt, wir kürzen das jetzt ab. Ich teleportiere mich zurück. Der springende Punkt dabei ist für mich, wenn ihr halt ständig immer nur den Loot darüber tragt, dann habt ihr es folgendermaßen. Ihr habt jetzt hier beispielsweise ein gelbes Item. Wenn ihr ein gelbes Item einlässt, egal welche Größe, dann erhaltet ihr einen trüben Kristall. Wenn ich einen weißen Gegenstand einlese, kriege ich 10. 9. Ah, das waren jetzt 7. Und so weiter. Ihr könnt also eine relativ große Proportion an weißen Teilen bekommen. Wenn ihr jetzt, ich werde mit den Gegenständen jetzt einfach mal craften, auch wenn das völlig, ja, eigentlich für ein Hindernis, weil es ja wieder was verbraucht, aber einfach mal so zum Herstellen. Oder liegt hier irgendwo noch was? Da dürfte vielleicht noch irgendwo was rumliegen. Ja, genau. Ich hol's mir vom Rumliegen, dann brauche ich nichts craften. Also, das habt ihr jetzt nicht gesehen, meine Verpeiltheit. Also, ihr könnt also relativ schnell 100 Materialien sammeln. Wenn euer Inventar nicht wie meins vollgestopft ist bis oben hin und ihr jetzt mal eingenommen genügend habt, um euch 100 Materialien daraus zu holen, dann hättet ihr jetzt halt 100. Diese 100 Materialien, die ihr jetzt hier bekommen habt, die weißen, könnt ihr im Kahn als Würfel nehmen, Atem des Todes rein, den Gegenstand rein, die rein, umwandeln und bam, ihr habt jetzt 100 von diesem Material bekommen, das ihr haben wolltet. Ihr könntet natürlich auch einen blauen Gegenstand verwenden, um blaue Materialien zu bekommen und so weiter. Damit ist es euch möglich, relativ flott für ein okayes Atem, also mit einem relativ okayen Zeitaufwand, wenn ihr bestimmte Materialien braucht, die nachzufahren. So, ich hoffe, das Ganze war für euch nützlich. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und ciao!